Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 14. So, Aljena, ja, ist schwanger von Jack, mit großer Sicherheit, denn mit Alfred hatte sie bisher keinen Sex. Ich kann Jacks Kind nicht bekommen, ich bin schwanger. Natürlich, gestehst du ein, Mädel. Ich musste heiraten, um mein Ei zu füllen. Alfred zu heiraten war ein Fehler. Natürlich war es ein Fehler. Nichts, was er tut, stellt mich zufrieden. Alfred versucht sein Bestes. Er versucht sein Bestes, das muss man sagen. Ich versuche, eine gute Frau zu sein. Ich habe an allem was auszusetzen. Ich versuche, eine gute Frau zu sein. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich muss irgendwie weitermachen. Ich muss irgendwie weitermachen. Ich muss irgendwie weitermachen. Alfred zu heiraten war ein Fehler. Ich habe es immer gewusst, aber ich hatte keine andere Wahl. Nicht, wenn ich William Hamley aufhalten wollte. Und Alfred war der Einzige, der mir versprach zu helfen, das Erbe meines Vaters zurückzugewinnen. Seit wir verheiratet sind, arbeitet er bis tief in die Nacht, um die Kathedrale zu vollenden. Und wenn er heimkommt, erwartet er keine Gegenleistung, auch wenn ich das Verlangen in seinen Augen sehen kann. Er tut sein Bestes, damit unsere Beziehung Erfolg hat. Dabei versuche ich, eine gute Frau zu sein. Ellen steht da. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zu allem Übel, dass ich mit deinem Enkelkind schwanger bin. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ja. Du hattest deine große Liebe, aber du hast sie verschmäht. Ja. Verachtest du mich für das, was ich getan habe, oder? Du hast kein Recht, mich zu verurteilen. Verachtest du mich für das, was ich getan habe? Verachtest du mich für das, was ich getan habe? Nicht mehr als alle anderen, die daran beteiligt sind. Zuallererst gebe ich dem Priester die Schuld, der meinen Sohn zum Mönch machen wollte. Aber du kommst gleich an zweiter Stelle. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich werde Jack zurückholen. Ich werde Jack zurückholen, ja. Was, wenn ich Jack zurückhole? Oh, Aljena. Jack hat England verlassen. Und es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, wo er ist. Ich möchte, dass du eines weißt. Jack hat dich geliebt. Für mich bist du damit Teil der Familie. Wenn du das Kind nicht behalten kannst, gib es mir. Ich werde es aufziehen, weit weg von dieser verlogenen Welt, die keinen Platz für meinen Sohn hatte. Ich will mein Kind nicht weggeben. Dann kannst du nicht hierbleiben. Du kannst so nicht weitermachen. Aber ich muss. Verstehst du das nicht? Ach, Oktober. Ist sie jetzt im... Es ist fertig. Ich möchte, dass du es trägst, wenn du in die Schlacht ziehst. Damit du nicht vergisst, wofür wir kämpfen. Warum ein Fuchs? Er passt zu Enterbten wie uns. Er ist schlau und gerissen. Ein Fuchs ist schlau und gerissen. Wir können nicht immer geradlinig handeln und vornehm sein, wenn wir in dieser Wildnis überleben wollen. Hörst du das, Alfred? Ich bin ein Fuchs. Er doch nicht, ey. Werd erwachsen, Richard. Das ist kein Spiel. Entschuldige. Und? Wie steht es ansonsten um den Krieg? Es kann nicht ewig so weitergehen, oder? Das Gute daran ist, dass William Hamley ein lausiger Mitspieler ist. Bei unserer letzten Schlacht hat er Fersengeld gegeben, als es ein bisschen eng wurde. Es heißt, er habe Angst zu sterben, bevor er mit seiner Mutter im Reinen sei. Seiner Mutter?
Seit Jahren hat sie niemand mehr gesehen, seit ihr Mann verstorben war. Doch es heißt, sie sei noch am Leben und ziehe im Hintergrund die Fäden. Erwähne nur ihren Namen und William wird kreidebleich. Ellie, wir sind unserem Ziel so nah, aber wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Kann ich dir noch mit irgendwas helfen, Richard? Naja, ein neuer Sattel wäre nicht schlecht. Ich sorge dafür. Und ein passendes Pferd, versteht sich. Das letzte hat ein paar Pfeile abgekriegt. Na klar. Er lässt sich ganz schön aushalten von denen. Ich gehe ein bisschen raus. Ich habe was Geschäftliches mit Martha zu besprechen. In Ordnung. Verdienen Ritter nicht eigentlich auch Geld? Aljenas Wappen. Aljenas Entwurf für das Wappen dient als Symbol für ihre Familie. Das Motiv ist dafür da, auf Schild, Übermantel, Waffenrock und Flagge in die Schlacht getragen zu werden. Ein Wappen soll die besonderen Eigenschaften des Trägers versinnbildlichen, weshalb Aljena den Fuchs gewählt hat. Er ist intelligent und findet immer eine Lösung. Brauchst ja nicht mehr viel, ne? Die dicke Bauch hier. Der hat so dicke Bauch. Ich habe da hinten noch, hier sind wir, da ist, ja. Na gut, ich kann gar nichts anfangen. Dann gehe ich halt da draußen. Ich kann kaum glauben, dass ihr es fast geschafft habt. Das Erbe eures Vaters zurückzugewinnen, meine ich. Sag das nicht, bevor es nicht passiert ist. Wir sehen uns dann später. Da bist du ja. Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl war, im Wald aufzuwachsen. Oh, es ist kalt. Sehr, sehr kalt. Als ich klein war, habe ich eine Nacht in Ellens Höhle verbracht. Ohne ihre Suppe wäre ich sicher gestorben. Dort sind Ellen und Jack hergekommen. Kann mir sein Leben nicht vorstellen. Andererseits hätte ich mir eins auch dieses Leben nicht vorstellen können. Eine Anlegestelle nur für Holz und Steine. Vielleicht könnten wir hier auch Waren verschiffen. Es würde den Markt wieder beleben. Es wird wieder wärmer. Bald werden die Schafe ihre Wolle nicht mehr brauchen. Zeit, wieder ins Geschäft einzusteigen. Seit Alfred mit Philipp geredet hat, arbeiten sie doppelt so hart. Sie ist jetzt fast fertig. Was für eine Suppe? Ich glaube, es war wild darin. Wild? Ja, Jack hatte vorher ein Reh gefangen. Ich glaube, es war das Einzige, das er je erwischt hat. Aber Rehe zu jagen ist... Ich weiß. Darauf steht die Todesstrafe. Jack hat sich nie um Regeln und Gesetze geschert. Stimmt. Ach, Jack. Das ist sie. Munter wie ein Fisch im Wasser. Wie immer. Ach, da ist sie. Haben wir noch irgendwie was hier, wo wir... Jenseits der Hügel. Es heißt, da draußen büchsen mehr Städte heran. Städte wie Kingsbridge. Vielleicht werde ich sie eines Tages besuchen. Oh, ja, ganz schön hier, ne? Ui. Er war immer mit irgendwas beschäftigt. Nur nicht mit dem, was Tom ihm auftrug. Jack? Ja. Ja, das stimmt. Richard hat Alfred gedrängt, eine Mauer zu bauen. Als Schutz gegen die Hemleys. Aber dazu brauchen wir erst wieder Geld. Du wirst bald Tante. Was? Aber sag es nicht Alfred. Er weiß es noch nicht. Als wenn er das nicht sieht. Du glaubst immer noch, ihn zu heiraten war ein Fehler? Ja. Tja, das glaube ich auch. Schön, dass das jeder glaubt. Aber du hattest gute Gründe dafür. Wie sie da... So war es vielleicht doch kein Fehler. Vielleicht geht es ja gut. Wie eine Partnerschaft, bei der beide auf Augenhöhe sind. Vielleicht. Aber das Baby ist nicht... Was war das? Nein! Wie? März.
Wo waren wir stehen geblieben? Sie haben zu schnell gebaut. Wie die Babylonier wollten sie größer sein als Gott. Und dafür müssen wir alle leiden. Ach, das klingt ein Steindach. Alfred hat ein Steindach gebaut. Oh nein. Ohne es Papa zu sagen. Ach, der Idiot. Du bist schwanger. Wie kannst du schwanger sein, wenn wir nie... Mein Kind ist fort und wird nie zurückkehren. Du hast alles weggeworfen. Für ein Leben der Lüge und ein Reich aus Staub. Ohne eine Kathedrale wird meine Mutter ewig in der Hölle brennen. Und bei Gott, ich hoffe, du wirst hierfür nicht dasselbe Schicksal erleiden. Ich kann nicht bleiben. Nicht ohne Arbeit. Und nicht so. Es tut mir leid. Ja. Er hat sie verlassen. Kleines. Kein Grund zum Weinen. Er hat sie verlassen. Oh. Ach, das Lied. Nana. Wir weinen jetzt schon viel zu lange. Und wie sollen wir jetzt weitermachen? Das ist so... Oh, dieser Idiot, Alfred, die haben letztens noch gesagt, ja, vor ein paar Folgen noch, da hieß es auch, warum kein Steindach machen? Warum wieder ein Holzdach, das wieder ganz schnell Feuer fängt? Und dann hat noch sogar noch der Tom gesagt, und ich glaube Jack auch, dass die Stützen, dass sie jetzt ein Holzdach bauen, weil die Stützen so gebaut wurden, dass sie nur ein Holzdach tragen würden und kein Steindach. Und er baut ein Steindach und fällt und dann wundert er sich, dass dann alles zusammenfällt. Ich könnte schon wieder kotzen, ehrlich, ey. Dieser Typ, ne? Sie wird nie fertig, ohne Geld für den Neubau. Das Feuer ist aus, schon seit Stunden kalt. Ich sollte gehen. Sie will gehen? Wohin? Sind dann alle hier gegangen? Das Haus gehört wieder ganz mir. Alfred hat Kingsbridge verlassen. Oh. Ja, das Kind gehört ihm. Ja, klar, aber es ist, ne? Nichts mehr davon da. Ja, dann gehen wir raus. Mir ist hier nichts geblieben. Dann gehen wir. Was soll ich denn sonst machen? Shiring. Wir werden eine Kathedrale bauen. Genau hier. Sie wird ganz Shiring überragen. Aber das wird kein billiges Unterfangen. Geld spielt keine Rolle. Ich werde sie für Gott bauen und für meine Mutter. Dafür, dass Gott sie heilt. Das wird er sicher tun. Ah ja, da ist er. Wer? Wir werden einen Baumeister brauchen. Ehrwürdiger Herr, ich denke, wir haben den richtigen. Hi. Herr Bischof, mein Name ist Alfred Bilder. Nein. Ach, es sieht aus wie der kleine Hobbycheck. Oh. Okay, was haben wir getan? Du hast versucht, freundlich zu sein, als du mit Jack Schluss gemacht hast, ja. Du glaubst nicht mehr, dass es Gott gibt, Philipp. Du hast einen Fuchs als Wappentier gewählt. Du hast Alfreds Idee zur Hilfe der Arbeiter unterstützt. Du hast dir Mühe gegeben, um ein Eheleben mit Alfred die Hoffnung nicht zu verlieren. Du hast Kingsbridge endgültig verlassen und du hast Buch 2 durchgespielt. Ja. Jetzt kommt Buch 3. Nächstes Mal bei... Die Säulen der Erde. Der Höhepunkt naht. Das große Finale. Die Zeit ist gekommen, das zurückzuholen, was man uns nahm. Um unseren Feinden entgegenzutreten. Die Zeit ist gekommen, für das einzustehen, woran wir glauben. Die Säulen der Erde. Buch 3. Im Auge des Sturms. Mhm.
Kommt jetzt wieder das Lied? Mhm. Ich lasse das Lied immer mit Absicht ein bisschen laufen, weil ich das so schön finde. Wir können ja auch direkt weitermachen. So, wir sind bei Buch 3, die Säulen der Erde im Auge des Sturms. Und ja, wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Das weiße Schiff. Es war eines der schnellsten Schiffe, die je gebaut wurden. Der Mann, der jetzt König von England sein sollte, war an Bord. Der Sohn König Henrys. Beim Prinzen waren 140 Ritter und viele Adlige, alle auf dem Weg von der Normandie nach England. Es heißt, das Schiff sei auf die Felsen gelaufen. Und ein Feuer brach aus. Noch vor der Abfahrt des weißen Schiffs hätten der Prinz und seine Mannen zu trinken und zu streiten begonnen. Mönche, die die Reise segnen sollten, seien gezwungen worden, von Bord zu gehen. Man sagt, das Schiff sei verflucht gewesen. Der Sohn des Königs und viele seiner Familie wurden in jener Nacht von den schwarzen Fluten verschlungen. Ihr vergesst ein wichtiges Detail. Nicht nur diese Mönche verließen das Schiff, bevor es ablegte, sondern auch Stefan von Blois, der Neffe des Königs. Er wurde krank, wie es hieß. Dieses alte Gerücht. Derselbe Stefan, der sich jetzt König von England nennt. Was? Das kann kein Zufall sein. Wieso nicht? Natürlich ist er jetzt König. Er ist der Neffe des Königs und er hat überlebt. Was sagt ihr dazu, Milord? Ich denke, Stefan ist ein kluger Mann. Klug genug, um seine ganze Familie in den Tod zu schicken. Aber warum jemand über diesen gottverlassenen Felsen herrschen will, werde ich nie verstehen. Warum sagt ihr so etwas? Ich liebe mein Land. Wieso seid ihr dann fortgegangen? Naja, weil ich etwas Neues sehen wollte. Ich sage euch, was ihr sehen werdet. Ein ordentliches Land, wo Menschen sich zu benehmen wissen. Frankreich? Ich rate jetzt nur, dass sie vielleicht auf dem Weg nach... Und was ist mit euch? Warum geht ihr fort? Auf dem Weg nach Frankreich ist. Ich suche nach jemandem. Nach wem? Ich schätze, ich sollte mich nicht in eure Angelegenheiten mischen. Verzeiht mir. Ihr Engländer redet ganz schön viel, was? Ich weiß nicht, was ich dabei empfinden sollte, mein Land zum ersten Mal zu verlassen. Ich meine, wie sollte man sich da auch fühlen? Aufgeregt? Ich weiß nicht. Vielleicht laufe ich einfach nur davon. Ihr alle solltet euch jetzt ausruhen. Es dauert nicht mehr lange, bis wir Cherbourg erreichen. Gott sei Dank, ich kann es kaum erwarten. Frankreich hat recht. Und jetzt kommt wieder dieses geile Intro.
Immer wieder Gänsehaut. Immer wieder Gänsehaut. Schön. Sehr schön. Sie sucht Jake. Kapitel 15. Die Reise. Cherbourg, Normandie. Im Sommer 1142 hatte ich meine Heimat England endgültig verlassen. Mein altes Leben lag in Trümmern, so wie die Kathedrale von Kingsbridge. Nachdem ich meine Familie und Freunde im Stich gelassen hatte, machte ich mich auf, den Vater meines Kindes zu suchen. Den Mann, den ich immer noch von ganzem Herzen liebte. Jack Jackson. Und so erreichte ich eines Morgens im Juli die Küste der Normandie. Mit nichts als einem Beutel Münzen in der Tasche und einem neugierigen, noch namenlosen Gesichtchen, dem diese neue Welt genauso fremd war wie mir. Sie hat das Kind noch nicht benannt? Das weiße Schiff. Die Nacht, in der das weiße Schiff sank. 1120? Das weiße Schiff war eines der schnellsten Schiffe seiner Zeit. Sein Steuermann war Sohn des Kapitäns der Mora, die Wilhelm den Eroberer über den Ärmelkanal brachte. Als er in 1066 in England einmarschierte. Ich finde das immer schwer, sowas immer. Das weiß ich nicht. Ich bin so unsere Jahrhunderte gewohnt. Irgendwie hört sich das immer so komisch an, wenn man das sagt. Wie einst sein Vater bot der Kapitän des Weißen Schiffes seine Dienste König Heinrich an, um seine Familie aus der Normandie zurück nach England zu bringen, wo der König sie erwartete. Doch niemand an Bord sollte diese Reise überleben. In der Dunkelheit der Nacht brach ein Feuer aus. Das Schiff wurde in die Tiefen des Meeres hinabgezogen und mit ihm die Königsfamilie, unter ihnen mehrere Thronerben. Stefan von Blois, ich weiß nicht, wie sie es vorhin ausgesprochen hatten, hätte auch an Bord sein sollen, doch man sagt sich, dass eine plötzliche Erkrankung ihn das Schiff kurz vor der Abreise verlassen ließ. Er wurde zum letzten männlichen Erben des englischen Throns. Seither hält sich das Gerücht, dass das Sinken des Schiffes kein Unfall war. Schiff! Da kann sie nochmal hin. Diese Jack in Frankreich. Sag ich doch. Die Normandie. Cherbourg. Die so viele Kämpfe gegeben haben. Steinmetz. Guck mal, hier ist ein Steinmetz. Ihr seid noch hier? Oh, ihr seid's. Ach, der ja, Steinmetz. Ich versuche gerade, meine Füße wieder an festen Boden zu gewöhnen. Der letzte Teil unserer Reise war nicht gerade mein Fall. Der Hammer, den ihr da tragt, seid ihr vielleicht Steinmetz? Das stimmt. Ihr habt ein scharfes Auge, Herrin. Ich erkenne einfach einen Steinmetz, wenn ich ihn sehe. Um ehrlich zu sein, ich bin's noch nicht lange. Habe gerade meine Lehrzeit in Salisbury hinter mir. Davor habe ich mit meinen Eltern Schafe geschoren, aber das war nicht wirklich was für mich. Vater hasst mich immer noch dafür, dass ich gegangen bin. Was werdet ihr tun, um hier als Steinmetz Arbeit zu finden? Weiß nicht. Das muss ich erst rausfinden. Ich habe bloß gehört, dass die Entlohnung hier besser sein soll. Dann wollt ihr einfach von Ort zu Ort ziehen und nach Arbeit suchen? Genau. Und ich werde in Lessay anfangen. Ein anderer Steinmetz hat mir von der Abtei dort erzählt. Er sagte, diese Normannen bauen ihre Kirchen ganz anders als wir zu Hause. Ich will das mit eigenen Augen sehen und vielleicht etwas dabei lernen. Abtei Lessay. Gehen viele Steinmetze nach Lessay? Lessay. Ich weiß nicht. Es ist eigentlich ein sehr kleiner Ort. Der Mann, der mir davon erzählt hat, hat dort mal ein paar Reparaturen ausgeführt. Vermutlich hat er auch anderen davon erzählt. Ich suche nach jemandem. Einem rothaarigen Steinmetz namens Jack Jackson. Er ist vor etwa einem Jahr nach Frankreich gekommen. Ein Berufsgenosse, das ist ja was. Leider kann ich dazu nichts sagen. Schließlich bin ich auch gerade erst angekommen, so wie ihr. Ich weiß, aber solltet ihr so jemandem auf eurer Reise begegnen, sagt ihm, Aliena von Shiring suche nach ihm. Klar, mache ich. Jack Jackson. Ich halte Ausschau nach ihm. Danke. Ich habe mein altes Leben auch hinter mir gelassen. Es ist unheimlich, nicht wahr?
mal ganz neu anzufangen. Ihr klingt auf jeden Fall eher aufgeregt als ängstlich. Oh, ich bin aufgeregt. Geht das nicht jedem so? Ich weiß nicht. Vielleicht. Habt eine sichere Reise. Oh, danke. Ihr auch. So, dann wollen wir mal. Guck mal hier, nicht Jack. Das ist mir klar, das sehe ich auch so. Aber wir können trotzdem mal runtergehen. Guten Tag. Ich suche jemanden. Einen Reisenden, der letzten Sommer hier durchkam. Psst, Kleines. Ich muss mit dem Mann reden. Sieht jung aus. Er wurde Anfang des Sommers geboren. Wie heißt er? Er hat noch keinen Namen. Das sollte er aber. Er muss wissen, wer er ist. Macht das Großwerden viel einfacher. Ihr sagt, ihr sucht nach jemandem? Tatsächlich sieht der Mann, den ich suche, euch ein bisschen ähnlich. Ein bisschen jungenhafter vielleicht. Er hat also rotes Haar, aber keinen Bart? Leider kenne ich nicht jeden Rotstoff in der Gegend. Und es gibt eine ganze Menge davon. Die meisten meiner Familie hier in Cherbourg sind rothaarig. Sein Name ist Jack Jackson. Und er ist Steinmetz. Nein. Tut mir leid. Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich komme jeden Tag hierher. Vielleicht hat Armee ihn gesehen. Sie hilft den Seeleuten, ihre Fracht in die umliegenden Orte zu schaffen. Nimmt auch Reisende mit. Ich frage Sie. Vielen Dank. Ansonsten... Wo geht es hier nach Lessay? Das ist ziemlich weit. Armee könnte euch mit der Kutsche hinfahren. Okay, dann haben wir hier noch einen Stand. Stand. Ja gut, dann die Kutscherin. Das ist bestimmt diese Armee. Hey, ihr da. Ein ganz schönes Paketchen, das ihr da rumschleppt. Wohin wollt ihr? Habt ihr einen rothaarigen Steinmetz gesehen? Er muss irgendwann letzten Sommer hier an Land gekommen sein. Ein Rotschopf in der Normandie? Er wäre mir nicht aufgefallen. Selbst mit einem Hammer statt einer Angelrute im Gepäck. Vielleicht solltet ihr in Barfleur nachfragen. Dort kommen alle Reisenden durch. Pilger wie Könige. Die Leute gehen selten in Cherbourg an Land, seit die Festung zwischen Stefan von Blois und Geoffrey von Anjou hin und her gereicht wird. Warum ihr überhaupt nach Cherbourg gekommen seid, ist mir ein Rätsel. Es war das erste Schiff, das ich kriegen konnte. Ihr müsst ziemlich in Eile sein, Madame. Sagen wir, ich musste weg, bevor ich es mir anders überlege. Wenn das so ist, was geht es mich an? Okay, jetzt haben wir zwei Orte. Welche anderen Wege gibt es, außer durch Barfleur zu reisen? Weiß nicht. Da müsst ihr die Leute vor Ort fragen. Aber Barfleur wäre sicher ein guter Ausgangspunkt. Schlagt ein und ich bringe euch dorthin. Kennt ihr den Weg nach Lessay? Na klar. Schöne Gegend. Aber ich hoffe, ihr wollt nicht zu Fuß dorthin. Ich sag euch was. Ihr gebt mir ein paar Münzen und ich fahr euch hin. Ihr könnt das Ziel immer noch ändern, wenn wir unterwegs sind. Was meint ihr? Dass ich jetzt erstmal Schluss machen muss. Ach, huiuiui. Und ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.